Und weiter geht's mit Let's Play Tomb Raider 2. Aha. Der steinerne Drache. So, ich habe gerade wieder umgestöpselt. Ich habe wieder vercheckt, das Headset anzuschließen. Habe ich eben nachgeholt. Vielleicht hat sich's jetzt anders angehört. Ich glaube nicht. So, wir fahren jetzt mit dem Teil. Geile Musik, ich liebe sie. Action bei Tomb Raider 2. So. Was ich cool finde an dem Teil, wir können einfach die Gegner umfahren. So. Und das aufheben, was sie uns hinterlassen haben. So. Finde ich cool, man muss einfach nur über die Gegner drüber fahren und dann sind sie schon tot. So, ich glaube, ich würde auch mein kleines Medipack nehmen. Die Musik ist geil, oder? Meine Lieblingsmusik bei Tomb Raider 2. Genießen wir sie! So. Probieren derzeit ein bisschen hier lang zu kommen, weil es jetzt schwieriger wird, glaube ich. Ja, ich muss nämlich da oben lang fahren. Ihr seht, hier oben so eine Strecke aufgebaut. Um weiterzukommen, muss ich dahin. Jo. So. Hört ihr auch diese Tomb Raider 2 oder generell Tomb Raider Melodie im Hintergrund? Haben sie damit eingebaut, finde ich irgendwie cool. Ah, fast. Da muss ich hin. Noch ein Versuch. Juhu. Es hat geklappt, das speichere ich. So. Fahren wir weiter. Ah, hier kann ich noch gar nicht hin. Ich lade. Nein, wo ist die Musik? Egal. Ich hätte nicht laden dürfen. Haben wir wieder unsere wunderschönen Hintergrundgeräusche? Hat doch auch was, oder? So, ich gucke mich erst nochmal hier ein bisschen um. Die schöne Musik. Ja, wir werden sie nochmal auslösen, glaube ich. Finde ich cool, wenn die jedes Mal kommen wird, wenn wir auf das Quad. Was rede ich da? Ist kein Quad. Der Tomb Raider 3 kommt dann das Quad. Wenn wir auf das Schneemobil steigen. Nicht, wenn wir es B steigen. Ich habe nichts Falsches gesagt. Hier sieht man mal wieder Schrotflinte auf die Entfernung. Brauchen die Viecher auf einmal 3 Schüsse. Nun gut. Die Blöcke müssen wir jetzt hier wegziehen, damit wir mit unserem Schneemobil hier hochkommen. Ich hoffe, dass ich den anderen jetzt auch ziehen kann. Ich hoffe es. Oder schieben? Schieben müsste gehen. Nee, geht auch nicht. Muss ich das Ding ziehen? Und dann bin ich aber eingesperrt, oder? Nee, das kriege ich dann hin. Ich ziehe den jetzt einfach einmal. Und den Rest kriege ich so hin. Das klappt dann schon. Ich ziehe nochmal. Und dann klappt das. So, genau den Block durch den Kopf von der Schneekatze hier gezogen. Jawohl. So, können wir zu unserem Mobil zurückkehren? So. Und probieren wir uns nochmal daran. Ich glaube, hier gibt es auch irgendwie eine Sprinten-Taste oder so. Habe ich gespeichert? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, STRG ist Sprinten. Ja, auf STRG kann man sprinten. Glaube ich, oder? Ich speichere jetzt auf jeden Fall hier nochmal. Ich glaube, man muss nämlich hier lang sprinten, um vorwärts zu kommen, oder ist es Shift? Nee, das ist gehen. Das ist TRG.
Ich glaube, das war die Sprinttaste. Es hat auf jeden Fall geklappt. Können wir weiterfahren? So. Im nächsten Level ist übrigens mein Lieblingslevel. Da freue ich mich schon drauf. Das Level finde ich auch cool, aber das nächste finde ich noch besser. Werdet ihr dann sehen. Ich will noch nicht zu viel verraten. Uah. Jetzt könnt ihr es explodieren sehen. Genau, wenn das Ding nämlich runterfällt zu tief, dann explodiert das nämlich. So. Das war jetzt schlecht. Egal, probieren wir es nochmal. Ich speichere auch mal auf einem anderen Spielstand, fällt mir gerade ein. So, und darüber, jawohl. Ja. Genau, hier waren wir schon mal und machen denselben Fehler. Nun gut, machen wir das Ganze nochmal. So, jetzt müssen wir langsam fahren. So, und hier absteigen. Wie habe ich das vorhin gemacht? Ah, mit STRG, Alt und nach rechts oder nach links. Granaten, juhu. Aha. Ist das ein Zeichen dafür, dass wir den Granatwerfer nehmen sollen? 366 auf der M16, 20 Granaten. Ich heb mir den lieber mal auf, weil es kommen noch sehr schwere Gegner. Also schwerer werden sie nicht, aber es kommen dann drei auf einmal auf sehr kleinem Raum und ich glaube, da brauche ich den. Wie gesagt, ich glaube, das habe ich in Venedig schon mal gesagt. Das ist das Level hier, wo die Gegner zwei Granaten überleben. Das werdet ihr gleich sehen oder später. Jetzt haben wir irgendwo eine Tür geöffnet und Gegner damit ausgelöst, die jetzt da unten auf uns warten, um uns umzubringen. Deswegen speichere ich lieber. Bevor die uns tatsächlich umbringen. Ihr seht schon, sie schießen auf uns. So, den haben wir schon mal gelüncht. So, und den auch. Dann können wir ja gleich mal gucken, was die uns hinterlassen haben. Gleich geiern. Immer gleich geiern. Ein kleines Medipack sehe ich. Das freut mich schon mal. Und darüber komme ich, glaube ich, nur mit meinem Teil. Deswegen steige ich wieder auf. So, sehr windige Geräusche hier im Hintergrund. Obwohl wir hier gerade in einer Höhle sind. Aber es kann ja ein Durchzug sein. Also will ich mal nichts sagen. Ich kann ja auch in einer Höhle ziehen. Also das ist ja möglich. Aha. So. M16 Munition. Kann man gut gebrauchen. So, fahren wir wieder weiter. Ich hoffe, dass wir nicht verkacken. So, speichern. So. Ah, genau, das Teil haben wir geöffnet. Vielleicht erkennt ihr es wieder. Ah ja, an die Stelle erinnere ich mich auch. Genau, Gegner. Gegner. Gegner, das macht Spaß, die einfach umzufahren. Kleines Medipack. Braucht man nicht viel Munition verschwenden, nicht viel Leben verlieren, einfach umgefahren und tot. Aber das haben die sich wahrscheinlich gedacht, dass wir das machen. Deswegen hinterlassen die mir auch nichts. Das ist nicht gut. Ich weiß nicht, ich glaube, die hinterlassen mir alle nichts. Ganz einfach, weil wir die einfach überfahren können. Die haben mitgedacht in dem Spiel. Müssten wir mal loben, hä? So. Hast du uns wenigstens was hinterlassen? Siehst auch nicht so aus, ne? Naja. Die haben wenigstens was an, im Gegensatz zu Lara. Lara hat eine Jacke angezogen, aber die Beine... Naja. Viel freier geht's gar nicht. Also, dass der nicht kalt ist, also wirklich mal. Ich hätte mir da aber echt mal eine Hose angezogen. Lara, wirklich. Nimm dir doch jetzt hier von diesem Typi mal die Hose. Zieh sie ihm aus. Aber nee, das machen wir nicht, weil das Spiel ist ab 16. Sonst hätte ich jetzt die Hose genommen und der Lara angezogen. Nee, hätte ich nicht. Übrigens, bei Tomb Raider 3 in der Wüste von Nevada hat Lara eine Hose an. Eine lange Hose.
In der Wüste hat sie eine lange Hose an. Und in einer Eiswüste hat sie so gut wie nichts an. Naja. Muss man ja mal verstehen. Nein, muss man nicht. Kleines Medipack. Musik. So wie sie es gehört. Ich glaube, hier kommen wieder Tiere. Deswegen zücke ich mal die Schrotflinte. Da hoch. Da ist eine verschlossene Tür. Die bringt mir sehr, sehr viel. Deswegen gehe ich wieder. Ganz einfach die Konsequenz gezogen. Gehe ich wieder. So. Und klettern wir die Leiter hier hoch. Oder lag da unten noch was? Ah, Granaten. Weil hier kommen die Viecher eh nicht hin, glaube ich. Aha. Doppelte vierfache Ausfertigung. Nee. Ja, beides stimmt. Es ist eine doppelte Ausfertigung und gleichzeitig auch eine vierfache. Ganz einfach deswegen, weil wir zwei Stück aufgehoben haben und in einer Munition zwei Schüsse drin sind. Also hatte ich recht. Kämpfen die miteinander? Sah gerade so aus. Ich erschieße die jetzt von hier, weil die M16 so eine wunderschöne Fernkampfwaffe ist. Ihr seht's. Schöner kann man die Viecher nicht erlegen. So, klettern wir wieder diese Leiter hoch, die Eisspalten hoch, wo Lara nicht abrutscht und nicht die Hände abfrieren. Naja, Lara hat wieder mal etwas Übernatürliches an sich. Wie immer eigentlich. Aber Lara muss man nicht verstehen und ihren Kleiderstil ist richtig. So, da ist der Jadedrache, jawohl. Und ich höre schon wieder Viecher hier. So. Fehlt uns ja nur noch ein Drache, und zwar der goldene Drache, ne? Dann haben wir es ja auch schon wieder. Wo habe ich denn hier mein Gerät abgestellt? Da drüben. Also ich muss wieder runter. Ja, das war jetzt logisch, hier hinzugehen. Weil da käme ich jetzt nicht rüber, das wäre zu weit. Da komme ich nur mit meinem Schneemobil drüber. So. Ja, die Viecher haben wir erlegt, die können uns jetzt nichts mehr antun. Das ist auch gut so. Gehen wir hier hoch. Hoch hinaus. So. Ja, sie rennt gegen eine Wand wie immer. Es hört sich so an wie immer. Lara ändert sich anscheinend nie. Ja, sind wir bald oben, Lara? Danke. Ja, ich habe nicht so viel Geduld. Vor allem mit Lara habe ich nicht mehr viel Geduld. Ich probiere es jetzt schon seit 30 Folgen. Ich glaube, es ist die 32. Ich habe es noch nicht geschafft, sie zur Vernunft zu bringen. Naja, jetzt kommt eine Herausforderung für mich und Lara. Schaffen wir es darüber, ohne von den Lawinen hier überrollt zu werden? Ja, das haben wir geschafft, Lara. Hätte ich jetzt nicht von dir erwartet. So. Hier unten ist nichts, seht ihr ja. Da kommen wir später mal raus. Was das mir bringt, weiß ich nicht. Und fahren wir weiter und speichern mal. So. Och nee, ich habe gerade ein bisschen Schiss. Ach, das mache ich in der nächsten Folge, da brauche ich jetzt keinen Schiss haben. Auf jeden Fall öffne ich jetzt mal diese Tür hier und gehe da mal hin. Und jetzt zeige ich euch das mal, das finde ich nämlich irgendwie unlogisch hier, die Tür. Ich weiß nicht, warum die das hier überhaupt gemacht haben. Und zwar kommt man jetzt hier raus, glaube ich. Ja, hier. Kommt mal raus, den Spalt, den wir eben gesehen haben, wo wir lang gefahren sind, wo die Lawinen kamen. Das ist hier, ne? Und wir kommen hier nirgendwo hin. Ich zeig's euch mal. Wir springen mal hier an die Leiter. Da kommen wir gar nicht dran. Da verrecken wir, wenn wir da landen. Bringt uns also nicht viel. Deswegen ist dieser Gang hier sinnlos. In meinen Augen, also. Ich weiß nicht, was der bringt. Auf jeden Fall haben wir die Hintergrundgeräusche wieder geladen. Was ich gut finde, weil ich sie mag. Weil sie einfach dazugehören.
Und wir fahren weiter. Auf eine Eisplatte. Hier fehlt mir ein Schlüssel, den habe ich nicht. Also komme ich hier auch nicht weiter. Hier unten liegt auch schon wieder ein Schlüssel. Ich sehe sehr viele Schlüssel hier in dem Level. Das ist eine Rampe, da komme ich nicht hoch. Und wenn wir den Schlüssel eingesetzt haben, können wir hier drüber fahren. Können wir aber nicht, weil wir den Schlüssel nicht haben. Außer, dass das vielleicht eine Abkürzung sein soll. Das probiere ich jetzt mal aus. Vielleicht ist das eine Abkürzung hier für das Schneemobil, hier lang zu fahren. Ja, Lever halb in der Decke verschwunden. Auch nichts Neues. Nee, ich glaube, das klappt nicht. Ja. Ihr habt es gesehen, sie ist durch die Wand durchgefahren. Aber ich habe ja gespeichert. So, da wollte ich nicht hin. Gehen wir wieder. Beziehungsweise fahren wir wieder. Und ach, das ist auch keine Abkürzung. Jetzt sind wir ja schon wieder. Steigst du mal bitte ab. Danke. So, hier kann ich ja laufen. Cool. So, und jetzt können wir uns dann nämlich schön runterlassen. Und hier hochgehen. Ich nehme jetzt mal die Uzzis wirklich. Aber den Schlüssel hebe ich erst in der nächsten Folge auf. Bis dann. Ciao.